Wie geht's dir, Tolkien? Ganz gut. Natürlich gestern eine bittere Niederlage, keine Frage. Aber ich meine, der Miracle Run ist ja jetzt schon crazy. Von sechster Platz zu erster Relegation, Upper Bracket, bla bla bla. Und wir sind ein bisschen aus dem Fahrtwasser halt raus, weißt du? Wir haben vor 2 Monaten, glaube ich, das letzte reguläre Saison-Game gespielt. Vor einem Monat die letzten Playoff-Spiele. Muss kurz vor der Gamescom gewesen sein, also einen Monat her. Und da war das gestern das erste Mal seit 2 Monaten, dass wir verloren haben, weil wir da vorher einfach alles gewonnen haben für eine Ewigkeit. Jedes Game, also jedes Best of Five, das wir gespielt haben gegen Kid, Sprout, Frankfurt, Hertha, haben wir immer mitgenommen. Natürlich ist es bitter nach so langer Zeit, wo du dich auch gut gefühlt hast, zu verlieren. Und jetzt so ein bisschen, wie gesagt, halt den Wind aus den Segeln geblasen zu bekommen. Aber gegen Hertha haben wir dieses Jahr schon 3 Best of 5s gespielt. Und diesen 3 Best of 5s haben wir 2 gewonnen, 1 verloren. Und da, warum sollten wir nicht das 3. Best of 5 auch gewinnen können? Hattet ihr eher Wave oder Hertha als bestes Matchup für euch gesehen? Eigentlich denke ich Wave. Ich denke auch, wenn wir ein paar mehr Fights aus dem Weg gehen und ein bisschen länger scalen, können wir die Series auch mitnehmen. Ihr wisst ja, ich liebe den Poopstar im Jungle. Aber nicht die Poopstar, die Kindred, die gute. Aber gegen Malphite? Malphite 6? Ich könnte ihn einfach aussaugen mit meinem Trundel. Ich könnte auf ihn raufbloppen. Ja, also ich sehe relativ viele, ne, immobile Ziele. Wir haben ein ziemlich gutes Teamfight-Setup. Frage ist bloß, gehe ich Malrang oder gehe ich Argurin? Habe ich ein paar von Botnet weg, oder? Die werden keine Prio haben. Also pop ich runter nach dem ersten Früchte danach. Hätte ich wieder erst Jump, Krabbe und dann Luwak machen sollen? Maybe, oder? Ich farm schon recht schnell. Bestimmt noch besser die Camps machen können. 4 CS der Malphite. War auch gar kein Turmago resetten, was ziemlich wild wäre. Nice, nice. Da einfach nicht ganz so clean. Malphite hat gut gespielt. Man hat da Zeit rausgeholt und Maokai musste Tomago resetten und dann rausflashen, war richtig von ihm. Gut gespielt auch von Malphite, aber auch gerade von uns, honestly. Sola! Einer der schlechtesten vorbereiteten Ganks, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Das ist okay. Bot den Feindes müssen wir eigentlich noch nicht wirklich farm vernachlässigen. Können einfach gleich nach Topside-Camps resetten und dann Richtung Dingens gehen wieder. Rapper. Kali pennt. Oh mein Gott. Well played, well played. Was ich da gesehen auf meinem Screen war echt erotisch. Das war echt erotisch, was ich auf meinem Screen gerade gesehen habe. Sola. Da war gerade ein Wukong. Er ist nicht am Wrap-Up gestorben, ich fass es nicht. Oh, nimm natürlich die Scheiße. Oh. Er ist doch nicht tot, ja. Wäre echt nice gewesen. Wenn er rechts. Also, ich habe halt versucht, so zu machen, dass er mich rüberkommt. Und hätten wir noch mehr bekommen. Sola doch noch gekillt. Ja, ich habe irgendwie auch meine Combo auf die Standarte gemisst. Also auch wild. Ey, Leute, das kann ich eigentlich nicht machen, wenn er jetzt weggeht. Das ist euch klar. Ja, weiß gar nicht, was jetzt realistisch gesehen machen wollen eigentlich hier. Knockup ins Root und Wukong hat meinen noch mehr Gromp gefinisht. Gut, dass wir Krux geskippt haben. Wahrscheinlich die Entscheidung ein bisschen spät getroffen, aber stell dich vor, ich skippe Krux nicht, dann bin ich zu spät für alles. Weil ich wahrscheinlich trotzdem zu spät war. Ich hätte auch auf Thorn skippen sollen. Also beide Camps zu verlieren ist sehr scheiße. Wir haben Malphite ja bekommen, aber es haben wir wie so ein Trostpflaster. Bam, Junge! Dieser Ganking Genius! So geil, dass einfach Sola auch noch gestorben ist. Kann ich fast gar keinen Credit für nehmen. Wenn ich jetzt noch beide Botside-Camps kriege, ist das Game gewonnen. Ja, ich spiele jetzt Harry, bis ich wieder ulte, dann gehe ich wieder Botlane. Weil der Jungle ist so easy, dude. Das ist einfach irgendwie so viele Optionen. Einfach, ich sehe 2 immobile Champions. Ich habe Jarvan ult. Ja, ich drücke halt ult, ne? Ich krieg entweder Flashes oder Kills, jedes Mal. Fucking straightforward, easy. Ich kann auf Top-to-Bot clearen und Harold skippen, aber eigentlich würde ich fast Harold haben wollen. Wir geben Harold Botlane und spawnen Drake. Und machen Drake. Argun wäre stolz auf mich, wenn er mich hier gerade Harold Mitte Platz 10 sieht. Argun wäre sehr stolz. Du kannst Botlane First Turn geben oder dir selbst 4 Platings holen. Was machst du? Du holst dir 4 Platings. Für dich alleine.
Ja, that's me. Aber Mittum ist auch einfach wichtiger. Ja, mein Smite war nicht so Togo, aber der Rest war Togo. Oh Gott, einfach gegrieft. Der ist sauer. Er wollte nicht beide Drakes und Harold an mich droppen. So, wie gut ist der Thresh? Ah, nicht ganz so worth. Ich hätte einfach direkt ulten sollen. Ich dachte, das wäre ja schon gewonnen, weil die geultet wurde. Die gehookt wurde. My bad. Ich will gleich für den nächsten Play wieder Botlane sein. Mit Ult und allem. Und ich habe Ult in 5 Sekunden. Wenn ich jetzt noch Crux farmen müsste. Also ich müsste sie natürlich nicht farmen, aber das würde ich unbedingt skippen wollen. Dann wäre ich bin jetzt schon für den Play zu spät. Ja, mit 60p hätten wir es nicht machen sollen. So hat auch noch geflasht. Aber es ist persönlich, also. Erst Bad von meiner Botlane. Natürlich sollten sie jedes Mal warten, bis ich da sein kann. Oder bis Akali's matcht. Nein, schöner Play anyway, aber ich weiß nicht, ob du überlebst. Einfach nur ein Blutbad jetzt. Eine Laterne hat das gefallen. Okay. Sehr gut. Genau, weil ich bin halt... Ey, wenn sie hätten auch noch kurz ein paar Sekunden warten können, dann wäre ich rechtzeitig da gewesen. Und das alles zu counterplayen. Das ist okay, ist nicht so schlimm. Wir haben 2 Drakes bekommen. Haben Harold die Mitte gespawnt, dadurch First Turret erhalten. Insgesamt, alles ist in Ordnung hier in dem Game. Ja, wenn Maokai dabei ist, also wir können Teamfights verlieren, aber es ist hart, denke ich. Auch schon so eine 5-Mann Malphite, 5-Mann Sona Ult. 5-Mann 6 Ult, 5-Mann Wukong Ult, 5-Mann des Forge Ult. Okay, wir können gewonnen bekommen und werden. Aber soll. Ah, okay, guter Versuch. Also, wir sollten hier auf jeden Fall einfach Laterne gehen, damit ich wieder rauskommen kann. Weil ich soll einfach nicht rein EQen, sondern rein ulten jedes Mal, ne? Ich soll rein ult und raus EQen. Ich glaube, der Fight ist insgesamt von mir richtig gedacht. Also, ich sollte halt reingehen. Ich sollte auf jeden Fall reingehen, aber ich sollte raus EQ oder Laterne bekommen. Da müssen wir nur Zeit vor Kali-Flank holen, das war's eigentlich. So, wir gehen hier. Gehen wir jetzt vielleicht doch nicht Tabis? Das Frozen hat es halt so billig, ne? Ich habe auf jedem Recall gefühlt irgendwie direkt das nächste Item. Ich habe jetzt 1200 Gold auf Frozen Heart, das ist schon sehr geil. Jetzt haben wir quasi 300 Gold gerade ans Netz bekommen. Schon nice. Wir hätten einfach Flake machen sollen danach, statt noch Double Kill an 6 zu werden, aber wir feeling the Hype. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Wukong stirbt, können wir nashen. Er hat auch kein Flash, die ist tot hier. No Smite! 6R. Wir müssen turnen. Da hat sich aber so da ganz böse von der Javan-Kombo treffen lassen. Wir ganz sicherlich Nash machen bis 6 tot. Okay, das. Well, that's game, guys. Weil ich habe jetzt irgendwie das Problem, dass ich glaube, ich sollte sogar Ionis das Item kaufen, aber dann fühle ich mich so richtig, das ist so wie so ein Schuldeingeständnis. Da voll peinlich. Ich hätte schon die ganze Zeit Ionis kaufen können. Wenn es am Ende wirklich das beste Item ist. Oh, muss dann Cardis Reset-Timer matchen eigentlich. Well. Aber es wäre noch peinlicher, die Schuld. Also hier nicht den, ne? Fehler einzugestehen. Das wäre noch peinlicher. And just fly across the map. Eigentlich sollten wir Botwave spielen, wir haben Mitte zu schnell gepusht. Dann eigentlich auf der Wave mit meinen Teammates hier sein. Aber das Fortune ist schon tot, also könnt ihr eigentlich nichts tun. Das ist natürlich gut verstehen. Eigentlich muss ich auch noch eine Stopwatch irgendwann kaufen, aber wir gehen jetzt erstmal ganz kurz. Noch mehr bittet die Haste. What the fuck? Wie meine Stadt. Hä? Was hat mit der Stadt passiert? Ist einfach weggegangen? Trust. So viele Kombos, das ist wild. 4,67 cool dann auf der Standarte. Jetzt gewinnen wir mal Toplane gleich ein bisschen Textbild für den Inhibitor Tower. Mensch, ich hab mir so unbalanced. Da war das so unbalanced auf diesem Patch. Auf Tank, auf AD, egal. Der wird bei Worlds auf jeden Fall viel gespielt werden. Das ist ein guter Pick-Game-Champion. Vertraut mir.
gonna break your heart. So this one coming up from the start. And? Any Enders? Wir haben einen Harold bekommen, drei Drakes und viele Fights. Wir hätten ja Jon jetzt früher kaufen sollen. Wir gehen aber echt weak, was Magic Damage anging. So einer Malphite 6, hart für die Schaden auf mich zu machen eigentlich. Die Wombo kommen der Gegner kann natürlich trotzdem stark sein. Mit Malphite, MF, 6 Ult, Wukong Ult, Sona Ult. Das ist eine Menge AOE Ults. Aber wir waren so weit vorne im Early Game. Direkt Topline nach dem ersten Full Clear, einfach einen Dive durchgezogen. Haben wir Sola ein paar LP abgeluxt, sage ich immer. Mit unserem Offroll Javan Katre. Javok Katre. Not bad. Schönes Offroll Game. I like it.